Und es geht tierisch gut weiter. Die Elche sind nämlich los. Seit 10 Jahren jagen die Jungs vom Eishockeyclub Dortmund den Puck schon übers Glatteis. Und auch in der Jubiläumssaison sind sie sehr erfolgreich. 3 Heimsiege konnten die Regionalligisten schon einheimsen. Und es soll natürlich noch viel mehr werden. Dafür trainieren sie hart im Eisstadion an der Strobelallee. Die großen Jungs und die etwas kleineren. Nina Mahler hat sich als eine der wenigen Mädels mit aufs Eis gewagt. Nina, wie läuft's denn? Ja, danke der Nachfrage, gar nicht mal so gut, würde ich sagen. Aber ich hatte ja auch nicht die Chance und die Gelegenheit, in die Laufschule zu gehen. So wie hier die Kinder schon ab 5 es machen können beim EHC. Und da können sie die Eisreife erreichen, indem sie die grundsätzlichen Sachen, die man so können muss, nämlich bremsen oder auch fallen lernen. Aber das können natürlich Philipp und Jacqueline. Die sind 14 Jahre alt und ihr mischt hier auch bei dem Training der Junioren eben mit. Was wird denn aber eigentlich trainiert? Laufen könnt ihr doch schon, Philipp. Also wir trainieren Spielsituationen, wie wir uns im Spiel verhalten müssen. Dann 3 Spieler gegen einen Verteidiger zum Beispiel, laufen aufs Tor zu und dann schießen wir ein Tor. Okay, das hört sich ganz leicht an, es ist aber auch schweißtreibend. Frieren tut ihr nicht? Nein, wir sind sehr wohl eingepackt, gesichert, kommt auch kein Puck durch, es ist nicht kalt. Hast du dir schon irgendwas mal verletzt, was getan? Großes jetzt nicht, nur kleine Prellungen oder blaue Flecke. Was ist für dich das Tolle am Eishockey? Ja, es ist halt sehr sicher, sehr schnell. Ja. Jacqueline, du hast mir verraten, du warst vorher beim Eiskunstlauf. Warum musst du denn ausgerechnet jetzt diesen harten Sport machen? Eiskunstlauf ist doch so schön. Ja, es ist sehr schön, aber es hat mir nicht viel Spaß gemacht. Es war auch richtig zu teuer und so. Und dann durch meine Schwester bin ich auch durch den Eishockey von meinem Vater und meinem Opa gekommen. Und ja, es macht auch sehr Spaß und so Schnelligkeit und so. Auch das Eislaufen dabei, dass ich schon Schlittschuh kann und so. Also, ja. Was sagen denn deine Freundinnen dazu? Ja, also meine Freunde, die freuen sich schon für mich. Und ja, manche können ja nicht Schlittschuh laufen, aber das ist mehr sagen, viel sagen die auch nicht. Vielen Dank, ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg bei eurem tollen Sport. Nebenan, da sind die großen Vorbilder, die großen Elche der Regionalliga sozusagen. Und wir zeigen Ihnen jetzt mal einen kleinen Eindruck vom Heimspiel vom vergangenen Wochenende.